Hallo Freunde der gepflegten Tipps und Tricks, hier ist wieder euer Mario und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt hier in meinem kleinen Ergänzungsvideo zum ersten Teil meiner Videoreihe, in dem ich euch ein paar Tipps zum Aufbau eures YouTube-Kanals gebe. Und zwar hat mich die gute Damakash, die liebe YouTube-Fee, darauf hingewiesen, dass einige meiner Tipps überhaupt nicht funktionieren mit einem neuen Kanal. Zumindest nicht ohne, dass man vorher etwas ändern muss. Und der gute Lathan, wie auch immer ich das aussprechen muss, werde, soll, keine Ahnung, der hat mir dann gesagt, dass man muss hier auf dieses Zahnrädchen gehen bei einem ganz frischen Account. Ich habe jetzt extra mal einen neuen Kanal erstellt. Der ist ganz, ganz nackig, frisch geboren quasi. Und wenn man dann hier auf dieses Zahnrädchen geht, dann bekommt man hier die Möglichkeit, ich weiß nicht, warum das deaktiviert ist. Ich kann das nicht nachvollziehen. Hallo, liebe YouTube-Leute, lasst doch bitte die Finger von solchen wichtigen Einstellungen. Für Nutzer empfohlen, die regelmäßig Videos hochladen. Das an solche Nutzer richtet sich ja mein Video oder meine Videoreihe. Füge einen Kanaltrailer hinzu, schlage Abonnenteninhalte vor und organisiere deine Videos und Playlists mit Hilfe von Abschnitten. Wenn man dieses anhakt, ist nicht mal mehr ein Haken, den Regler um, den Knopf umlegt, was auch immer, und das speichert, bekommt man schon mal direkt eine ganz andere Ansicht. Hier hat man die angesagten Kanäle, die vorher nicht verfügbar gewesen sind. Hier kann man die Abschnitte hinzufügen. Und es sind auch schon einige der Tabs aufgetaucht. Auch hier fehlt jetzt noch einer. Einer, der eigentlich für uns YouTuber auch sehr wichtig ist. Nämlich der Tab Diskussion. Hier kannst du festlegen, ob deine Fans einen Kommentar zu deinem Kanal hinterlassen dürfen. Ist ja jetzt nicht ganz unwichtig, liebe Leute von YouTube. Und hier kann man dann auch noch auswählen, ob der automatisch angezeigt wird oder erst nach einer Genehmigung. Was auch, naja, das lasse ich jetzt mal, sei jetzt mal dahingestellt, ob das sinnvoll ist, das erst noch freigeben lassen zu müssen bei jedem Einzelnen. Aber egal, immerhin wird er dann jetzt schon mal angezeigt, nämlich Dörtens. Ich wollte euch das nur noch zeigen, damit ihr nicht denkt, das funktioniert gar nicht so, wie er das gesagt hat. Was mache ich denn jetzt? Hier wisst ihr jetzt, hier Rädchen. Dann könnt ihr hier die Einstellungen ein- und ausschalten, ganz wie ihr das für richtig haltet. Und könnt quasi dann schon direkt loslegen mit eurem Kanal. Das war's dann auch schon. Ganz kurz und knackig dieses Mal. Wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr da was Sinnvolles, was Hilfreiches draus abziehen könnt, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder schreibt mir was in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt. Ich beantworte gerne alle Fragen, die ich adäquat, also sinnig beantworten kann oder wo ich zumindest der Meinung bin, ich könnte da meinen Senf dazugeben oder mein Würstchen reinhängen, je nachdem, was gefordert wird. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß da draußen und natürlich viel Erfolg mit eurem YouTube-Kanal. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Ciao!